So. Jawoll. Boah, jetzt kriegen wir ein bisschen an Stress hier. Die Nächsten stellen sich an. Was geht denn jetzt ab? Ist der jetzt ohne Bezahlen gegangen? Nee, oder? Hey, was? Leute, langsam. Aus. Sonst komme ich zu gar nichts mehr. Hä? Kekse, Kaugummi. Okay. Dann haben wir hier jetzt. Dreckigen Kartoffelchips. Die Butterbrötchen könnten wir drüben vielleicht noch dazu hauen. Kartoffelchips. Würzige Kartoffelchips. Große Tüte Kartoffelchips. Und kleine Kuchen. Da haben wir noch Chips. Originale Kartoffelchips. 19 machen wir 22,50. Oh no! Stress, was ist jetzt los? Hä? Ey! Ist die Rechnung heute schon weggegangen? Okay, das Regal kommt mal weg. Ich brauche noch so ein großes Regal. Ich muss Laden erweitern. Dazu brauche ich aber 18.000, oder? Ich habe hier auch noch Sachen drin liegen. Guten Tag. Wieso kann ich mit dir nicht reden? Jetzt. Danke. 7.000, aber was? Okay, das Regal steht hier ziemlich im Weg. Ich weiß halt nicht, ob wir hier jetzt noch welche haben. Hier würde ich auch noch welche brauchen. Aber erst sieht draußen fertig aus, ne? Okay, warte. Wir holen das Regal jetzt hier so ein bisschen hin. Und ich hoffe, das Regal hat hier hinten drin Platz. Unerreichbar. Nee. Oh no. Jetzt komme ich... So. Okay, ich brauche noch so ein Regal. Ladenerweiterung, ich brauche 18.000. Naja, wenn es so weitergeht, ne? Hier. Nein, drüben. Hier. Supermarktregal. Ich weiß doch nicht, wohin damit, aber ich brauche mehr. Achso, ich wollte schon wieder laufen. So. Ist jetzt nix. Ich muss hier Snacks nachbestellen. So, Snacks. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Haben wir überall noch 4? 1, 2, 3, 4. 1, 1. 1, 1, 1. Haben wir eigentlich 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 1, 1. Obwohl wir es noch nicht mal drinnen haben. Aber hau raus, den Lachs. Okay, und hier. Das war jetzt nicht das, was ich wollte, sondern hier unten wollte ich noch die Butterbrötchen mit reinschmeißen.
So, ich brauche einen Kaffee. Einmal essen. Einmal trinken. Und es kann schon wieder losgehen. Rechnung ist wieder weg. Okay. So, ich muss jetzt langsam die Ladenerweiterung ja, weiß schon. Auf die sparen. Sonst wird dort alles jetzt ziemlich eng. Krieg ich? Nee, krieg ich nicht. Ich muss dann noch ein Stück zurück. So, aber Hauptsache, wir haben mal alles, was wir brauchen. Umso mehr Geld können wir machen. Ich befürchte jetzt gleich mal, dass jetzt ich mehr noch eine Kassiererin oder einen Kassierer einstellen muss, dass ich zu irgendwas komme. Ich kann die halt nebenbei nicht wegschicken. Dass ich sage, ich übernehme mal kurz. Das geht leider nicht. So, aber wie sieht es denn bei den anderen Sachen überhaupt aus? Muss ich irgendwas nachbestellen? Habe ich Licht eingeschaltet? Hier vorne ist hell, hier hinten ist so dunkel. Warum? Sind alle Glühbirnen kaputt? Oh, das Licht ist nicht eingeschaltet. So, warte. Mal schauen. Grundnahrungsmittel 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Habe ich Hundefutter jetzt? Ich bin unsicher. Also das habe ich noch gar nicht. 1, 2, 3. Auch hier muss ich jetzt demnächst mal schauen. Ich habe hier halt alles noch nicht. Okay, hier haben wir, da haben wir eh noch nichts. Dosenessen, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh. Ja, aber das... ich bin unsicher. Ja, drum, ich muss schauen, dass ich alles bestellt. Dass ich alles wirklich mal reinbringe, sonst komme ich jetzt durcheinander. So. Boah, ey, Leute, Leute, Leute. Langsam. Okay, ich brauche mein Regal. Wo ist... soll ich mein Regal da drin finden? Da ganz unten drinnen ist es. Oh! Wo ist mein Regal hin? Wo ist mein Regal hin? Na! Was? Wo ist mein Regal? Wo ist... Vielleicht... Am Baum? Nee, wo ist mein... Hast du mein Regal gesehen? Wo ist mein Regal? Wo ist mein Regal hin? Bin ich jetzt blind? Das ist einfach weg. Oh no! Liegt's hier irgendwo drauf? Nee. Mein Regal ist weg. Ich glaub's hier nicht. Ich hätte warten sollen. Ich will aber nicht warten. Ich brauche mein Regal. Mein Regal ist einfach weg. Mein Regal ist einfach weg. Mein Regal ist einfach... So schnell wie es da war, war es auch wieder weg. Das gibt's ja nicht. Okay, das nächste Mal weiß ich... Sobald etwas unter den Paketen liegt, lasse ich es am besten unter den Paketen liegen. Oder ist es noch eingepackt? Oder hat sich es wieder eingepackt? Nee. Ich muss mir noch so ein Regal bestellen. Hilft nichts.
So, ein Regal. Ein Regal. Wo auch immer das Regal jetzt ist, es ist weg. So. Ich brauche die 18.000 mal beisammen. So, ist mein Regal schon da? Okay. So, bitteschön, ich muss nachfüllen. Und zwar würde ich gerne Sahnebrot. Küchlein. Verpacktes Gebäck. Okay, warte, Kuchen. Hat man nicht noch einen Kuchen? Hier, Kuchen. Kuchen. Verpacktes Gebäck, große Tüte Chips. Okay, wir lassen das erstmal. So, ich habe Stress. Es gibt nicht. Das ganze Spiel überhaupt nicht noch nie Stress, aber jetzt habe ich Stress. Ups. Ah, noch einer. Ja, gerne. Ihre Pizzen. Bitteschön. Okay, dann würde ich da unten tatsächlich. Habe ich noch Chips? Einmal Chips, die nicht drin sind. Warte mal, gehen wir mal nach ganz oben. Also einmal Chips. Zweimal Chips. Okay, die kann man sonst noch wo? Dann haue ich hier einmal Schokolade mit dran. Und zwar 6,99. So, ich muss mein Licht abschalten. Oder ich lasse es. So. Nee, wir schalten ab. Okay, wir müssen auf die 18.000 sparen. Es hilft nichts, aber jetzt sind die Sachen da. Sehr gut. So, bup, bup, bup. Wir haben auf jeden Fall hinten noch Platz für gekühlte Lebensmittel. Gekühlt. Butter. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Oha, da gibt es so viel. Oh nein. Okay, gefrorene haben wir 3, 4, 1, 2, 3. Haben wir Lachsfilet? Sicher haben wir Lachsfilet auch, gell? Eis können wir wieder mitnehmen. So. Okay, es wird mir gerade zu stressig. Pass auf, ich hole mir jetzt noch schnell einen zweiten Kassierer. Ich sehe, glaube ich, doppelt. So, es ist hier alles auf jeden Fall ziemlich eng. Ich muss selbst mal schauen.
Also ich muss Filter löschen. Butter habe ich, glaube ich, gerade nachbestellt. Eis haben wir auch. Okay, hier sieht es ganz gut aus. Ich brauche mehr Regale, auf jeden Fall. Okay, aber da... Kartoffelchips. Ich bin komplett verwirrt. Also für hier haben wir ja sonst nichts mehr, ne? Gekühlt. Das heißt, einmal gefrieren, kriegen wir noch Sachen rein. Ach, der ist halt noch immer nicht fertig. Gekühlte. Ich glaube, habe ich mitbestellt. Okay, ich gehe mal zum Gefrorenen. Die Sachen, glaube ich, haben wir alle. Bis auf die zwei. Da würde ich mir aber tatsächlich gerne ein Eisding kaufen. Hier eins und hier eins. Und dann kriegt nämlich jede Sorte ein eigenes Ding. So, jetzt muss ich dem da mal helfen. Weil bis der fertig ist, vergehen noch 5 Jahre. Boah, mal kurz runterkommen, das war ja jetzt kein Stress. Pur. Ich noch nie gesehen. Ey, ihr seid ein Maskottchen, es geht ja voll ab. Aber ich muss jetzt langsam dann mal auf die 18.000 kommen. Ich kann mir jetzt nichts wirklich mehr dazu holen, weil sonst wird's im Laden ziemlich eng. Ah, die nächste Lieferung ist da. Oh mein Gott. Okay. Ach, geh doch aus dem Weg. Okay, was würde mich das kosten, wenn ich jetzt sage, ich baue ihn aus? Da baut dir. 2,6. Deswegen dem nicht schneller. So, kleine Momentchen bitte. So, let's go. Ist er wegen dem jetzt schneller? Ich habe nicht das Gefühl, ne? Ich weiß nicht, ob das irgendwas gebracht hat. Vielleicht so ...0,2 km/h vielleicht. Oh nein, die Rechnung wurde bezahlt. 2,3. Okay, ich glaube, es macht keinen Unterschied, wenn wir das Licht brennen lassen über den Tag. So. Ja, wie steht das jetzt richtig? Okay, warte mal. Ist Eiscreme schon da? Erdbeer-Vanille. Ich glaube, das würde ich aber tatsächlich ins Pinke hauen wollen. Ich schau mal. So.
So, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Da ist es. Ich glaube, das hier steht auf jeden Fall falsch rum. Na, schauen wir mal, warte. 19, 14, mach mal. Pum, 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 schnell, 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 schnell. 23, 50. Vanilleeis, Vanilleeis. Das sieht so leer aus irgendwie, ne? Und hier kommt dann das andere Eis rein, wenn er es dann langsam mal geschafft hat. Und hier ist halt... Ja. Ich weiß nicht, ob die jetzt nicht nachkommt oder ob wir nichts bestellt haben. Zigaretten. Muss ich bestellen. Ab. Naja. Die hat man noch gar nicht. Egal, wir bestellen mal. Ob das so klug ist, wenn ich jetzt wirklich alles bestelle. Jetzt habe ich halt keinen Überblick mehr auf irgendwas. Das, ja. So, das Eis ist noch immer nicht drin. Was macht denn der da draußen? Ey, jetzt gebe ich eh schon wieder Geld aus für dich. Und du hast es noch immer nicht geschafft, schneller zu werden. So, jetzt habe ich's. Ups. Jetzt können wir gleich schauen, ob es richtig steht. So, rein damit. 17,50. 19,99. Ja. Sehr gut. Und hier haben wir das Eis. Es ist halt jetzt ziemlich, 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 ziemlich eng alles. Hier bin ich nach wie vor nicht sicher, ob das so passt. Schinkenwurst. Wo packt man die denn am besten dazu? Aber... Oh, hier hätte ich auch... Achso, ja, das passt eh. Aber von den Gefrierartikeln... haben wir alles eigentlich. Okay, da wäre es jetzt dann nur mehr wichtig... Ich brauche sowieso einen, dass wir wirklich ein Dings pro Sorte machen. Aber das ist jetzt noch nicht relevant. Würde ich jetzt mal behaupten. So, 3,9. Mach was. Ich muss nämlich Zigaretten auch noch nachbestellen. 3,8,24. Schneller, ich brauche 3,9,53. Ah, gleich, gleich, gleich. 3,90, 36. Und? Hallo? 52? Ah, geht sich gerade noch. Ein paar Cent nicht aus. Und? Wir haben bestellt. $4 haben wir nur noch an der Dash. Ja, gut.
Hier würde ich halt noch brauchen. 4 und hier 2. Sind nochmal 700. Ich kann ich der nicht irgendwie sagen, sie soll... Ah, jetzt bin ich rausgegangen. Warte mal, Zigaretten. Die soll mir das markieren? Geht das nicht? Was ist das eigentlich? Einstellungen? Was ist... Ach so. Ja, neu hoch. Und hier kann ich... Achso, nee, das brauche ich nicht. Mitarbeiter. Ist es Ihre aktuelle Aufgabe, Ihnen beim Auffüllen der Regale zu helfen? Aber... Was bringt mir das eigentlich? Habe ich da mehr Funktionen, wenn ich das upgrade? Kann ich irgendwas drücken? Ich weiß halt nicht. Ich kann Ihnen bei stapelweisen Transport verschiedene Güter helfen. Es muss nicht aufgetragen werden. Ah, das mache ich dann. Drücken Sie die B-Taste, damit der Roboter zu Ihnen, also zu Ihnen kommt. Wenn der grüne Umriss des Roboters aufleuchtet, heben Sie alle Gegenstände auf, die Sie transportieren möchten. Naja, bis wir da mal hinkommen. Ich weiß halt nicht, ne? Die sagt mir nicht, was wir brauchen, was wir nicht mehr brauchen. Das ist jetzt mein Problem. Ich hätte auch keinen Plan. Ich brauche aber fast noch ein Regal. Also ich würde... Also was heißt brauchen? Wollen tue ich noch eines. Wenn ich sage, das Regal, ich packe das hier ran und wir bestellen uns noch eines. Eines geht sich noch aus. So eins, dass ich die restlichen Schokoladensachen und die ganzen Sachen halt noch reinkriege. Hier ist halt eng. Aber die Leute kommen anscheinend, also ich komme nicht durch. Aber ich könnte im Grunde genommen hier... Bisschen anders machen. Erstmal. Bis wir mehr Platz haben. Ja, es ist jetzt nicht ganz abschließend, aber das ist mir jetzt im Moment gerade ganz egal. Aha, jetzt hänge ich hier fest, oder? Dann muss ich noch ein bisschen weiter rüber. Ah, jetzt geht sich's aus. Und das Regal kommt erstmal noch da hinten hin. Dann hätte ich hier noch Platz für eins. Ja, ein Regal ist einfach weg und ich hoffe, dass das beim nächsten Start
dann wieder kommt. So, okay. Schokoriegel. Ah, die sind neu. Aber Schokoriegel mach mal. Ja. 8,99. Ich würde die aber gerne nochmal raus haben wollen. Ich würde zuerst Schoko. Dann Energieriegel, Nussriegel, die gehören alle drüben hin. Oh, es ist dunkel. Wo habe ich jetzt das Regal? Also hier. Statt den Keksen. Da. Die Kekse machst du raus. Dann kommt hier der nämlich rein. Nussriegel statt Schokokekse. Kommt. Wo ist er jetzt? Hier, der Nussriegel rein. Und statt die Butterbrötchen, die kannst du rausnehmen, machen wir unten jetzt noch einen Schokoriegel rein. Ja, von mir aus. Und rein nur Snacks. Sahnebrötchen. Butterbrötchen. Okay, Sahnebrot mach mal 7,99. Dann verpacktes Gebäck mit Pflaumengeschmack 9,99. Dann verpacktes Gebäck Gold. Okay, die hatten wir schon. Und hier haben wir noch verpacktes Gebäck mit Mousse-Geschmack. Okay. Naja, es ist ziemlich eng geworden. Naja, gut. Passt. Die Folgen sind ein bisschen länger als gedacht. 2,6 wieder. Wir hauen uns mal ganz kurz aufs Ohr. Und ja, dann schauen wir, wann es weitergeht. Also für euch morgen. Ich schaue, ob ich dann noch eine Aufnahmesession mache, ansonsten eventuell morgen. Sehe ich eh. Wir haben jetzt wieder genug. Ich sage Dankeschön und gute Nacht.